So. Eigentlich geht es uns ganz gut in Berlin. So, wir sind eigentlich so im Moment ganz gut gefragt hier. Also, weil hier gibt es viele Auftrittsmöglichkeiten. Die Auftrittsmöglichkeiten, die da sind, die haben wir uns größtenteils eigentlich selber geschaffen. Wir hatten da einmal im Esso, da hatte das noch, da haben das die Türken noch gemacht. Da haben wir die gefragt, ob wir das nicht mehr mieten können. Und da haben wir so öfters mal Konzerte gemacht mit 4 oder 5 Gruppen zusammen. Haben wir das gemeinsam gemietet und Plakate gemacht und so. Wir haben eine Erfahrung gehabt, wo wir vor allem Frauenpublikum gespielt haben, wo die Leute nicht wussten, was wir machen. Und die also erwartet haben, dass wir irgendwelche nette Unterhaltungsmusik machen und die dann plötzlich da unten standen und also praktisch dann in der kleinen Schlägerei zum Schluss auch ausartete und sich Frauen praktisch bedroht gefühlt haben im Publikum, die uns gut fanden. Ja, aber das war das einzige Konzert, wo keiner abseits gestanden hat, sondern die einen Frauen waren dafür, haben den anderen, die dagegen waren, das Bier ins Gesicht geschüttet und haben sich total gestritten. So, die einen haben die Mixer ausgeschaltet, die anderen haben es wieder eingeschaltet. Also es war nichts Larifari, sondern die einen waren unheimlich dafür und die anderen dagegen. Und insofern fand ich das also sehr toll. Ja. Und das war interessant, weil zum Beispiel irgendwie, ich hätte gedacht, dass gerade Frauen da mehr Verständnis für haben für die Musik, die wir machen. Und hat sich eben herausgestellt, dass es überhaupt nicht so ist, sondern dass die unheimlich in Schemen denken. Ne? Also das hat sich auch geäußert in ihren Äußerungen, wie sie uns beschimpft haben, und zwar ging es da von Männerfotzen bis sonst was, wie sie da hinkamen, wie sie auch nicht. Nazi-Bräute und lauter so Äußerungen, die also irgendwie überhaupt nicht treffend waren. Ne? Ich meine, sollen sie doch. Ich meine, die Jungs sagen ja auch, lassen ja auch gute Sprüche ab über uns so. So, was die gerne mit uns machen möchten, damit wir wieder normal werden. Steuern, Entfernen, ist in uns.